Und damit taufe ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes das Kind auf den Namen Alfred Helmut Naujoks. Jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos. Und wenn auf dem neuen Reichstag auch eine schwarz-rot-goldene Fahne weht, in unseren Herzen weht die alte Sturmfahne schwarz-weiß-rot. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass du einmal in die Kolonien gehst, mein Junge. Sie müssen regelmäßig arbeiten, Naujoks. War der Mann nicht Jude? Na, sehen Sie, Naujoks. War Ihr Vater nicht Drogist? Sie sind ein Spitzel, Naujoks. Ihre Kenntnisse in analytischer Geometrie? Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches! Weiter, Naujoks, bis das Schwein aussagt. Der Mann wohnt in einem Hotel in der Nähe von Prag. Sichern Sie die Sache ab, damit wir keine Schwierigkeiten bekommen. Organisieren Sie die Überwachung aller Schiffe, die aus Amsterdam auslaufen. Offiziell werden Sie während dieser Zeit zur deutschen Botschaft gehören, Herr Naujoks. Der Führer, der Reichsführer SS und Gruppenführer Heydrich, haben beschlossen, Sie mit einer großen Aufgabe zu betrauen.